Und damit hallo, herzlich willkommen zum neuen Stream hier auf Peking TV. Wie ihr seht, wir haben hier unten eine ganz nette Person. Hi, hi, angenehm. Schön. Moin, moin. Wer bist denn du? Nein, ich bin Etienne, 29 Jahre aus Leipzig, fotografiere leidenschaftlich gern seit 3 Jahren mittlerweile, 2017 circa, genau. Produziere ich auch gerne Videos. Angefangen hat das Ganze mit Cubert Records, wo wir Rockcover produzieren letztlich, komplett Audio, Video. Und darüber hinaus kam dann so der Gedanke, hey Mensch, irgendwie Leipzig-Umgebung, die Bands, fast niemand hat Musikvideos, kann man ja auch den Bands mit anbieten, ne? Und mittlerweile Video-Content ist halt echt wichtig heutzutage. Etienne, würdest du lieber eine 8-wöchige Doku über den Wendler drehen oder ein Erotik-Covershoot mit Kerstin Ott machen zum Song Die immer lacht? Achtung! Ganz wichtig bei diesen beiden Faktoren ist, es wird beides nicht bezahlt. Boah, ist das mies, ey! Ja, ich glaube, 8 Wochen mit Wendler, das ging nicht. Das ging, Variante 2, notgedrungen. Du würdest also ein Erotik-Shooting, Covershooting mit Kerstin Ott machen? Ja. Okay, klasse. Ja, ehrliche Antwort? Ich kann mir nicht vorstellen, 8 Wochen mit dem Wendler unterwegs zu sein, ja. Ist das deine ehrliche Antwort? Ja, definitiv. Ich finde, viele trauen sich einfach zu wenig, was zu machen, weil sie Angst davon haben, dass Leute kommen und sagen, das Video ist scheiße, das kannst du doch nicht veröffentlichen. Und ja, viele werden damit auch recht haben, aber erst in dem Moment, wo man halt etwas macht, etwas, finde ich, auch veröffentlicht und damit zu 100% fertiggestellt hat, weil nur irgendwas produzieren und dann wieder auf dem Speicher liegen lassen und niemandem zeigen, ist für mich nicht irgendein Produkt fertig machen. Ja. Das Veröffentlichen und dann dem Feedback sich auch stellen und zu sagen, okay, ja, die haben recht. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wir haben es halt erstmal gemacht. Und egal, was du machst, die ersten Arbeiten sind immer scheiße. Ich finde halt für eine Band am Anfang immer wichtig, dass man mit so ein paar Basics anfängt, wie zum Beispiel erstmal so 1, 2 Performance-Videos. Ja? Also würdest du schon sagen, dreht was, macht euch mal eine Platte und bringt es einfach mal raus. Das Feedback wird euch schon zeigen, was ihr besser machen könnt. Genau, richtig. So, in Leipzig zum Beispiel gibt es gerade so 2 Bands, wo man so 2 verschiedene Ansätze sieht. Zum einen sind das die Dead End Kids, die viel DIY-Geschichten machen. Die hatten jetzt 1, 2 Musikvideos rausgebracht, die sie auch selbst gedreht haben, die sie auch geschnitten haben dann. So ab dem Moment, wo du etwas selber gemacht hast, entwickelst du ja auch ein Gefühl dafür und kannst auch später, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die das schon ein paar Jahre machen, kannst du deine Vision auch viel besser definieren. Und dann kommt ein geileres Produkt raus. Dankeschön an Etienne. Und an den ganzen Chat und sowas. Wir haben uns mega gefreut, dass ihr heute da wart. Macht's gut. Ciao.